Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 53, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 19/5912. Nach Mitteilung der Fraktion DIE LINKE soll folgende Petition getrennt abgestimmt werden, die 3623/19. Dann lasse ich über die zuerst abstimmen. Wer dieser Empfehlung zustimmt, dieser Petition, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, LINKE und der Abg. Öztürk. Die Fraktion der SPD bittet, die Petition 3415/19 getrennt abzustimmen. Ich bitte auch hier um die Zustimmung zur Empfehlung. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, LINKE und Abg. Öztürk. Dann lasse ich abstimmen über die Drucksache 19/5912 im Gesamten. Wer ihr seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Kommen wir jetzt zu den Beschlussempfehlungen. Ich denke, es gibt Einverständnis. Ich rufe den Tagesordnungspunkt auf und die Drucksachennummer, und wir stimmen ab. Tagesordnungspunkt 38, Drucksache 19/5184. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und DIE LINKEN und Abg. Öztürk, also auch einstimmig. Tagesordnungspunkt 40, Drucksache 19/5245 zu 52.5200/19. Wer stimmt hierzu? Das ist ebenfalls das gesamte Haus einstimmig. Tagesordnungspunkt 48, Drucksache 19/4917 zu 19/5759. Wer gibt hier seine Zustimmung? Das ist ebenfalls einstimmig und die Beschluss. Oh, Entschuldigung, ich habe die FDP übersehen. Zustimmung. SPD, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, LINKE und Abg. Öztürk. Wer ist dagegen? Die Fraktion der FDP. Dann ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 49, Drucksache 19/4946 zu 19/5147. Wer stimmt hier der Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, LINKE und Abg. Öztürk. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der FDP. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 50, Drucksache 19/4947 zu 19/5444. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion der LINKEN und Abg. Öztürk. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Und Tagesordnungspunkt 51, Drucksache 19/4948 zu 19/5760. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU. Wer ist dagegen? Fraktion der SPD, der LINKEN und Abg. Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Und wir sind am Ende der heutigen Sitzung. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, habe aber noch eine Mitteilung. Der Haushaltsausschuss kommt jetzt im Sitzungsraum 501a zusammen.